Christian und Martin, es hat spektakulär ausgesehen, den Check, den ihr gemacht habt. Wie habt ihr ihn selber gesehen? Ja, nicht viel. Ich habe einfach gesehen, dass es hat einen Pass gegeben Raum. Er wollte runterziehen und dann hat er versucht, einfach irgendwie jetzt zu schneiden. Und dann bin ich einfach geradeaus weitergefahren. Aber, ja. Nicht nur gecheckt, er hat auch Haufen Goal gemacht schlussendlich. Also das Team 5-2 heute im Vergleich zum letzten Mal. Die Stürmer sind Kritik teilweise. Ist noch, den letzten Tag haben wir etwas besprochen, auch das Ändern gegen Rapperswil heute, also am letzten Freitag. Nein, eben, ich glaube, wir haben eigentlich viele Matches gehabt, wo wir viele gute Chancen hatten, wo wir Mühe machen. Sie sind nicht eingekehrt. Heute sind eben ein paar eingekehrt. Und ja, wir haben eigentlich darauf vertraut, eben, dass das mit der Zeit wird klappen. Und es wäre jetzt falsch gewesen, wenn wir irgendwie mega viel ändern oder so. Wir haben Qualität in der Mannschaft im Sturm und ja, es ist eine Frage von der Zeit. Und jetzt schauen wir einfach, dass es weiter so geht. Ich meine, es war jetzt ein Spiel gewesen. Jetzt können wir da nicht ein paar Löhne auflassen. Trotzdem, was positiv auffällt, die blocken sehr viel Schüsseverteidigung. Also, wir arbeiten viel mit der RSC Lions und wir sind vielleicht ein bisschen weniger kreativ. Kann man das so sagen? Ja, im Moment ist es einfach so, eben, sagen wir, wenn es nicht so gelaufen ist jetzt wieder zwei, drei Matches oder eben nicht Goal oder nicht viel kreiert wurde, ist, tun wir halt einfach ein bisschen back to basics gehen, dann muss man chippen, muss man die Scheibe einfach rausbringen und dann so Sachen kreieren. Und ja, eben, wenn man die Scheibe immer ein bisschen hebt und irgendwie zurückfährt, dann sieht das vielleicht gut aus, aber viel haben wir nicht davon. Weißt du, wo man für Erfolg gelangen? Ja, danke vielmals.